Willkommen zurück. Wir sind in Zul'Drak, weil, keine Ahnung, weil ich auf keine anderen Gebiete Bock habe und sowieso schon eine längere Diskussion mit der TF hatte, weil er es nicht kapieren wollte, dass ich nicht in die scheiß Drachenöde will. Dieses Video läuft 10 Sekunden und du hast mich schon durch den Kakao gezogen. Ja, und? Nö, wieso Kakao gezogen? Ich habe nur gesagt, dass du nicht kapierst, dass ich da nicht hin will. Ich sage das jetzt nur für all die Deppen, die das jetzt auch sagen würden. Geh doch dahin. Ich hasse erlaube die Drachenöde. Erlaube mir aber Daumen hoch, wenn sie in die Drachenöde gehen sollte. Mhm. Nee, warum? Mit Level 74 soll ich in die Drachenöde, die ein Lower Level hat. Hey, die gehen bloß die Quests aus, du hast eine falsche Reihenfolge gemacht. Ich könnte dich aber durch eine Instanz ziehen. Tja, könntest du. Möchtest du das auch? Ich theoretisch schon, aber ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das in einem LP okay ist, einfach mal ziehen. Ne, man kann ja sonst auch eine Gruppe suchen. Oh mein Gott, er hat sich ein Ork geschnappt. Lass den Ork runter, du Pissrille. Töte den Ork! Nein, zur Horde. Ich werde ihn beschützen bzw. retten. Ja, ich habe den Ork gerettet. Er gehört ja zu uns. Das ist ja keine Gegenpartei. Achso, das ist Agentum. Genau. Ach so. Dann musste ich aber eben auch erst gucken. Ich habe das jetzt auch nur durch den Pappenrock gepeilt. Ach, ich weiß nicht, die ganze Scherbenwelt ist irgendwie... Scherbenwelt, die ganz Nordend ist Rotz, genau wie die Scherbenwelt. Kein Gebiet ist wirklich... Die ist sogar noch schlimmer, weil es hier überhaupt kein Gebiet gibt, was wirklich schön ist. So Nahgrand-like. Als ich das nachgequestet habe für Meister der Lehren, da habe ich eigentlich Nordend ziemlich vermisst. Also es hat echt Spaß gemacht im Vergleich zu Cataclysm. Warts ab, bis du in Cataclysm-Questest. Du wirst dann denken, ach, Nordend war so also schön. Also bislang habe ich, nö, wieso, warum? Bislang habe ich sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen. Die meisten sagen hier, ja, das ist voll gut und so. Und mir hat das besser gefallen. Na, die Wattelkaler sagen, Cataclysm ist gut. Und die Burning Crusadler sagen, Cataclysm ist doof. Whatever. Ich fliege jetzt auch gerade Richtung Zul'Drak. Ich warte auf eine Heroik-Instanz. Mhm. Eben willst du mich noch ziehen, jetzt machst du eine Heroik-Instanz. Du hast Nein gesagt, oder? Ey, ich habe nicht Nein gesagt, ich habe nur gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich würde an sich gerne, ich weiß nur nicht, ob das okay ist. Wir könnten Violette Festung probieren, aber ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Aber du kannst mich heilen, das Paladin. Ja, fünfmal, wenn überhaupt, nicht mal. Mit einem ganz miesen Skill, da ist ja dein eigenes viel mehr. Also alternativ stünde uns feste Drag-Tarons zur Auswahl, das würde passen. Kobalt, nein. Wenn du Christi-Hügel alles gequestet hast, müsstest du ja auch... Ich habe nicht alles gequestet, aber ich habe keine Quests mehr gefunden. Warst du denn schon bei Bad? Ja, natürlich war ich schon bei Bad. Ich habe auch schon den gefangen, aber irgendwie habe ich keine Quests mehr jetzt da. Voll komisch. Ich habe Blutsbruderschaft geschlossen und so weiter und so fort. Keine Peilung. Das ist irritierend. Ach, mit dem Fallschirm für ganz blöde. Wo ist der Fallschirm? Hier ist der Fallschirm. Na gut, ich kann ja einfach mal die Instanzen durchgehen, die es hier gibt. Also wir haben hier Burg Utgard, aber das schaffen wir nicht zu zweit, weil uns der erste Boss leider einfriert. Und wenn er mich einfriert, ist der Kampf vorbei. Okay. Also haben wir den Nexus zur Auswahl. Wir haben... Der Nexus, na klar. Obwohl, der Nexus war gar nicht das schlimme Ding, oder? Nein. Nexus... Oh, du meinst, das Oculus war das Schlimme. Genau. Wir haben dann die Instanz mit Anubarak. Das ist Asione Rupp. Das wird vom Level auch her passen und das Quest ist direkt vor der Tür. Das ist wohl wahr. Und sonst wird nur noch passend feste Drag und Violette Festung. Aber Violette Festung könnte eng werden beim Endboss. Findest du? Marlo würde jetzt sagen, Alter, die bornst du um, ey. Na gut, er hat sie nicht geschafft. Was? Nein, okay, nicht wenn so. Wenn Marlon es nicht schafft, dann kriegst du es auch nicht hin. Jupp, aber ich kein Selfie habe in der Form. Nicht so ungut, aber das sehe ich einfach nur realistisch. Wo dümpelst du denn rum in Zul'Drak? Ich habe dich ja nicht in der Gruppe. Genau vor der Agenturwacht. Woo! Kann ich ja mal in die Gruppe pawnen. Kannst du. Patsch! Ja, toll, dann kriege ich weniger XP wegen dir. Ich dachte, du willst zur Instanz fliegen. Flieg mit zur Instanz, klatsch die Mobs um. Oh mein Gott. Von wegen, ey, da soll ich in die Drachenöde und hab hier voll die Quests, ey, so ein Quatsch. Bestaunt mich, ich bin viel interessanter als Lanzelot, bestaunt mich, bestaunt mich. Du bist eine läusezerfressene Krähe, ganz toll.
Jetzt bin ich ein läusezerfressener Hund. Toll. Wow, 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 wow. Wow, wow. Dann mach dich ab, Mädel. Aber du hast nur das langsame Flugmount. Moment, was ist denn die Reittiere? Ich muss mal kurz ein langsames Flugmount raussuchen. Ach, wo habe ich denn ein langsames Flugmount? Ach, da ganz hinten auf der 27. Seite. Und, was willst du jetzt damit? Damit fliegst du auch nicht langsamer, du Pfosten. Ich fliege. Oh. Ich wollte gerade sagen, kannst du ja gerne mal versuchen, mich einzuholen. Klugscheißer. Du hast, wieso erreicht mich deine Aura nicht mehr? Weil ich schon weg bin, weil ich schneller bin als du, Pfosten. Nasenkind. Du bist so ein Pfosten, ey. Nur weil ich ein langsames Mount habe, heißt das nicht, dass ich langsam fliege. Okay, dann haben wir ungefähr dieselbe Geschwindigkeit. Also fliegen wir zur... Hey, jetzt fliegen wir doch in die Drachenöde. Ich werde dann aber nicht questen. Du machst aber die Dungeon Quests. Na und? Das ist mir doch voll Latte. Ich hab jetzt vorher eh noch mal kurz was ab. Ja, mach du schon mal. Ich geh schon mal hin und hau irgendwas kaputt. Ich bin eh schneller. Bist du gar nicht. Von mir aus, dann bin ich halt gar nicht schnell. Wollen wir es vergleichen? Yeah, guck mal, da ist eine Instanz. Ich könnte mir auch schon das überepische Reiten kaufen, aber ich mach das nicht. Ich will Geld sparen. Ich will mir ja noch... Ich hab jetzt auch wieder 5000 Gold. Nein, 4000, nicht 5. Wer ist denn so blöd und gibt 5000 dafür aus? Nein, ich wiederhole, ich habe jetzt auch wieder 5000 Gold. Ach so. I'm the scat. Wow, 5000. Achso, du bist natürlich... Geil. Das ist meine Begrüßung, ey. Feos ist cool. Feos kenne ich noch gar nicht. Ja, Feos, mit dem war ich ein paar Instanzen. Maligos kennen uns. Nee, er war bei Arthas dabei. Aber Bates. Yay! Er killt an jedem Ort. Oh Mann, jetzt mache ich schon wieder Flugweg. Aber egal, was soll's. Ich werde diese Instanz sowieso wieder in einem extra Part aufnehmen. Von daher, Drufki Shisa. Und excuse me, wenn ich jetzt mal einen, wenn ich mich mal ziehen lasse, aber... Stimmt, warum fliege ich überhaupt auf den Mount? Ich kann jetzt auch Vogelform machen. Das frage ich mich auch, wenn ich ehrlich bin, aber was soll's. Gut, dass ich in der Luft wechseln kann, ohne auf den Boden zu klatschen. Na und? Ich kann mich fallen lassen, ohne mir weh zu tun. Aus zigtausend Kilometern entfernt. Aber du kannst nicht im Flug auf einen Flugmann aufsteigen. Nö, brauche ich auch nicht, weil ich immer bin. Weil ich deppert bin. Ich verspaß mir bitte. Weil ich deppert bin. Das hat Marlon schon gesagt. Haha. Was? Marlon hat das ja schon in seinem LP gesagt. Ich hab das schon längst gesagt. Schön du voll, hast ja auch schon Plants vs. Zombies. Ich habe ja schon überlegt, ob ich das heute auch mal mit aufnehme. Ah nö, ich habe irgendwie keine Lust auf Plants vs. Zombies. Ich habe das gesucht bis zum Abwägen, aber jetzt so, na, ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, erst machst du hier voll ein Ding, Plants vs. Zombies. Der hat das 300 Mal durchgespielt und jetzt hat er keinen Bock mehr. Oh mein Gott, ich habe so gewusst, ey. Egal, mach Marlon und ich es halt so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch einfach nur mal nochmal anfangen. Ist halt doof, wenn alles weg ist. Och Gottchen, es ist halt so langweilig, wenn man so immer ist. Diesmal machen wir es ja gar nicht auf heroisch, wir machen es ja nur auf normal. Wo bist denn du eigentlich? Du kannst ja auch gar nicht heroisch machen, wenn du es nicht hinkriegst. Kannst ja nicht rein, weil du zu low bist. Ja, du würdest es ja nicht hinkriegen, weil du zu low bist. Weißt du, wo du da hin musst, oder soll ich hier auf dich warten? Bitte warte, du weißt, was ich für einen Orientierungssinn habe. Gar keinen. Ja, Zorro. Weniger als Zorro, der rennt wenigstens in irgendeine Richtung. Dup, 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 dup. Ich liege im blauen Käferschleim. Das ist so eklig. Das ist so lecker. Nein, das ist nicht lecker. Käferschleim. Lecker. Oh Mann. Ich lege mich vor Lancelot nieder. Lancelot ist nicht mal 1 Kilometer in der Nähe. Entschuldigung. Rübst ja nicht immer so viel in ihren Let's Plays oder macht sie das nun meinen? Mann, das mache ich so alle 10 Parts. Alleine, Mann. Ich wollte sagen, sprichst du gerade mit mir? Du futterst. Wie sieht denn das aus? Alles klar, okay, passt schon. Da müsstest du ein Quest annehmen, 2 Quests annehmen können. Kilix, 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 Kilix. 3. Yeah. Yeah. Boah, Moment. Nicht reingehen, Schwierigkeitsgrad. Yeah. Nein, natürlich. Alles klar? Nein. Moment, ich muss hier nur gerade mal einen Schnitt machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Freude war ganz eurerseits. Bye, bye.